So, ich habe ganz kurz aktualisiert und damit sind auch alle Viertelfinalspiele drin. Und ja, wir haben jetzt schon die Achtelfinalspiele durchgespielt und jetzt sind wir gerade beim Viertelfinale mit Deutschland gegen Frankreich, Brasilien gegen Kolumbien, Argentinien, Belgien und Niederlande, Costa Rica. Ja, noch 8 Spiele am Laufen, 4 werden wir heute, bzw. nachhinein, in den nächsten Tagen spielen. Und mit dem ersten Spiel Frankreich gegen Deutschland. Trotz des Tores von Mats Hummels in der ersten Hälfte. Es ist eine enge Partie zwischen Deutschland und Frankreich. Zeigt Didier Deschamps taktische Neuausrichtung Wirkung und die Franzosen schaffen spät noch 2 Treffer, die sie vor dem Ausscheiden bewahren. Hier im Maracanã. Keine gelben Karten, gewinnt das Spiel, Sieg vor Verlängerung. Okay, versuchen wir es. Im Estadio do Maracanã. Ja, ein besonderes Stadion, wo die Deutschen jetzt auch mal spielen durften. Vor einem möglichen Finale. Ich weiß zu dem Zeitpunkt noch nicht, ob es Deutschland geschafft hat gegen Brasilien oder nicht. Deswegen kann ich nicht viel urteilen. Oder möchte ich ja nicht viel urteilen. Ich hoffe, sie schaffen es. Nur so. Aber auf jeden Fall haben sie jetzt schon mal die Erfahrung gehabt und natürlich wunderbar. Also Mats Hummels zum Helden. Mats Hummels überragend. Überragend einfach. Also was der für eine Leistung gezeigt hat. Einfach überragend. Man kann es einfach nicht sagen. Der war ein Tier. Genau wie Manuel Neuer, der zum Beispiel auch mit einer Hand die Parade gegen Benzema gehalten hat. Obwohl man sagen muss, wo er recht hatte. Wo er auf jeden Fall recht hat. Wenn er nicht dran gekommen wäre, wäre es ein Torwartfehler gewesen. Also, so hochloben will ich nicht die Parade. Und ich muss sagen, als Hummels das Tor gemacht hat, das habe ich nicht wirklich registriert. Oh meine Güte. Hugo Lloris. Und jetzt Pogba. Der mir auch in diesem Spiel relativ gut gefallen hat. Muss ich ehrlich sagen. Und Pogba. Pogba! Pogba! 1-1! 1-1 durch Paul Pogba. Und auf jeden Fall ein gutes Spiel. Zumindest Philipp Lahm zum ersten Mal als Außenverteidiger. Finde ich sehr gut. Eine sehr, sehr gute Erneuerung von Jogi Löw. So. Sehr gut. Abschluss. Debuschi. So, und Benzema. Ne, Griezmann. Griezmann. Oh, ey. Scheiße. Und Philipp Lahm. Özil. Der anscheinend einen Sonderstatus bei Löw hat. Der nicht wirklich überzeugt. Und Neuer. Überragend, der Kerl. Überragend. So, und jetzt, komm. Griezmann. Und Remy. Und Philipp Lahm. Jawohl. Sehr schön. Evra. Patrice Evra. Evra. Was war das für eine katastrophale Flanke? Was machst du da? Nein! Scheiße. Aber schön gespielt. Noch nicht vorbei, noch nicht vorbei. Scheiße, Verlängerung auf jeden Fall. So. Ja, Sieg vor Verlängerung fällt weg. So, nein. So, Matuidi. Matuidi.
So. Und Remy. Und ja, ja, ja. Griezmann. Macht das Tor. Golasso. Aber ich will das noch in der regulären Spielzeit schaffen. Nicht in der Verlängerung. Nee. So. Gut. Jawohl, da ist das Tor. Griezmann. So, jetzt alles nach vorne. Alles nach vorne jetzt, Leute. So. Ich hab keine Lust auf Verlängerung. So, jawohl, Pogba. Ja. Wenn du mir schon andeutest, dahin zu rennen, sag's mir einfach. Wenn nicht dahin rennen willst, dann renn da nicht hin und renn wieder zurück. So. Sehr schön. Benzema. So, Griezmann. Den hätte ich machen müssen. Neuer, mach nicht so langsam. So. Wo man sagen muss, dass Deutschland hier wirklich die Chance hat auf ein 2-0. Aber das haben sie leider verpatzt. Durch Schürrle war das, glaube ich, die beiden Chancen. Oder einmal war sogar Müller, ne? Ja, bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Auf jeden Fall Paul Pogba. Pogba! Jawohl, da ist das Tor. Pogba macht den Unterschied und macht das 2-1. Endlich, da ist es. Da ist es. 2-1. So. Sehr gut. Nein. So und. Oh je. Evra. Sehr stark. Stark. Evra. Und Neuer. Hä? Ich konnte da ganz normal flanken. Kein Absatz oder wie? Okay. So. Und noch ist ein Sieg vor Verlängerung. So, Pogba. Evra. Schön, Pogba. Foul. Gelb. Sehr schön. Toni Groß mit der gelben Karte. So, und Valbuena. Valbuena. Neuer. Klasse Parade. Von Bayerns Nummer 1. Und ja. Remy hatte nochmal die Chance. Vielleicht auf ein 3-1. Oh, egal. Das war's. 2-1 ging's aus. Durch dieses Tor von Griezmann und Paul Pogba. Ja. Das war's von diesem Spiel. Ja, Match wieder mit natürlich Max Hummels. Ja, im Markana hat er sich schon einen guten Namen gemacht. Und mal sehen, wie es mit ihm weiterläuft.